Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Tag 1 meiner Daytrading Challenge ist beendet und ich habe einiges gelernt und einiges, was ich noch lernen muss, aber wo ich quasi Anhaltspunkte für meine zukünftige Strategie gefunden habe. Und wie es ausgegangen ist, erfahrt ihr in diesem Video. Allererst nur kurz zur Erklärung, was wir hier sehen, sind 15 Minuten, also jede Kerze ist 15 Minuten und die gestrichelte Linie hier ist quasi 0 Uhr Wechsel des Tages, das heißt hier haben wir den gestrigen Tag. Das erste, was ich gelernt habe, ist es zu verstehen, wann es mehr Sinn macht zu handeln, wenn man Intraday Trading will, also quasi eine Position öffnen und am selben Tag wieder schließen. Dann ist es interessanter, zu Zeitfenstern zu traden, wenn sich etwas tut. Also das Erste, was ist ungefähr in diesem Bereich. Also hier, wenn die Eröffnung der deutschen Börsen ist, hat man mehr Ausschläge, wie man zum Beispiel hier sieht, am Anfang Mitternacht, nach Mitternacht, in der Nacht hinein, da tut sich quasi relativ wenig. Und der zweite Punkt, man der Ausschlag, auf den komme ich später zurück, ist quasi ab ungefähr 15, 16 Uhr, wenn die Amerikaner ihre Börsen öffnen und dort das Trading beginnt, da ist natürlich am meisten los. Und das endet dann meistens wieder so Richtung 22 Uhr. Das heißt, für mich ist interessant, höheres Volumen, mehr Trader, mehr Änderung der Kurse ist natürlich dann auch die Möglichkeit, dass man hier Signale findet zum Kaufen und Verkaufen. Und der zweite große Punkt, den ich gestern gelernt habe, war jetzt dieser Ausschlag hier, weil dieser Ausschlag lässt sich zurückzuführen auf eine Aussage der Fed. Also Fed hat eine Pressekonferenz gehalten mit der Geldpolitik und wie man hier sieht, geht der Kurs extrem nach oben, wieder extrem zurück, noch einmal einen Ausschlag. Und am Ende ist er quasi wieder dort, wo er begonnen hat, der Kurs. Was ich für mich persönlich daraus gelernt habe, ist zu wissen, wann eine News kommt und dann aber erst verzögert in den Handel einzusteigen. Weil dieser Kursausschlag und quasi die Korrektur-Retour, also die große, große Bewegung hier, mit der kann ich persönlich noch nichts anfangen. Da habe ich kein Verständnis, warum das so hoch geht. Und man kann sich in diesem Bereich vorher, kann man sich Signale suchen und Trendlinien setzen und alles. Wenn aber quasi eine News kommt und die ganze vorige Chartanalyse wieder zerstört, macht das keinen Sinn. Darum wichtig zu wissen, wann eine News kommt. Und für mich als Strategie die News abwarten und erst zeitverzögert einzusteigen und quasi im Moment dann mitzuhandeln. Der zweite große Punkt, den ich erst in der Praxis gelernt habe, ist natürlich, wo will ich handeln? Wenn ich mir das anschaue im 15-Minuten-Chart, wo finde ich hier jetzt Signale einzusteigen? Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt das hier anschaue und es kommt hier ein richtiger Trend zustande, dann kann ich natürlich sagen, okay, ich gehe hier in einem Tiefpunkt mit und fahre hoch. Aber mache ich das im 15-Minuten-Chart oder gehe ich runter in den 5-Minuten- oder 1-Minuten-Chart? Weil im 1-Minuten-Chart und 5-Minuten-Chart sieht das Ganze gleich viel anders aus. Ich kann mir zum Beispiel im 5-Minuten-Chart, wo jede Kerze 5 Minuten darstellt, kann ich dann zum Beispiel sagen, okay, hier ist die Trendlinie durchbrochen worden. Gehe ich hier dann kurz short oder warte ich noch eine Zeit lang ab und ist das eine Korrektur des Aufwärtstrendes, dann nehme ich diesen Punkt her, weil der Gesamttrend ja quasi aufwärts zeigt, dann nehme ich lieber diesen Punkt her und gehe vom übergeordneten Trend weg hier nach oben auf ein Long. Das sind natürlich Punkte, die mich bei anderen YouTube-Videos immer sehr ärgern, weil beim fertigen Chart ist es natürlich schön einzuzeichnen. Wenn ich jetzt hier eine Aussage treffen will, tue ich mir natürlich viel, viel schwieriger.
Aber wie gesagt, das ist für mich heute auch ein Learning. Ich werde nicht im Stundenchart oder Tageschart handeln, weil man hier dann quasi nur einen Trade pro Tag machen kann und den laufen lassen muss über x Stunden, sondern eher im 5-Minuten-Chart handeln und hier versuchen, meine Eintrittssignale zu finden. Und jetzt zum Schluss noch meine quasi mein Erfolg von gestern. Also man sieht nur, ich habe einige Trades hier bei Gold gemacht und habe dann am Ende noch ein kleines Plus von knapp 17 Euro. Also das sind 2% an einem Tag oder 1,7% genau gesagt. Bin nicht sehr zufrieden, weil ich zum Beispiel diesen Gedankengang, den ich euch jetzt gesagt habe, mit dem News erst später zu traden, und eher im 5-Minuten-Chart ein bisschen langfristiger zu traden, nicht gemacht habe. Ich habe gestern eher im Minutenchart getradet. Und wenn man jetzt hier, der Minutenchart bildet ja dieselbe Linie ab, die auch der 5-Minuten-Chart abbildet. Nur sind das alles Minutenkerzen. Ich habe gestern eher Punkte wie hier einen Short gemacht, sofort wieder verkauft und dann zum Beispiel hier einen Long, aber den Long quasi auch zu früh schon wieder verkauft, also nur ein paar Punkte mitgenommen und schon wieder Angst gehabt vom gegenlaufenden Signal. Und eigentlich, was mich hier am meisten ärgert, wäre es ja sinnvoller, hier zu kaufen und dann das Ganze laufen zu lassen und möglicherweise hier wieder zu verkaufen. Weil hier haben wir dann quasi 17 Punkte machen können im Gegensatz zu quasi hier runter 4 Punkte und dann wieder ein paar Punkte. Aber natürlich das Risiko ist bei solchen Bewegungen viel höher, weil es, wenn man sich solche Ausschläge ansieht, nach oben, aber auch hier nach unten, die einen natürlich den Trade auch gleich wieder ausstoppen können. Das heißt zusammengefasst, gestern eigentlich ein positiver Tag. Rein monetär, positiver Tag, etwas gelernt. Auf News aufpassen, wenn welche kommen, erst im Momentum dann handeln und halt auch versuchen, eher die 5-Minuten-Timeframe, 15-Minuten-Timeframe zu handeln, wie im Minutenchart alle paar Kerzen versuchen, Punkte mitzunehmen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr vielleicht Tipps habt für mich oder Anregungen oder auch sonstige Fragen, einfach einen Kommentar hin unten und bis zum nächsten Mal.